Von Raphaels Stanzen über Laokoon und Apoll oder der reichsten Bibliothek der Welt bis hin zu Michelangelos Farbenkosmos. Wohl nirgendwo sonst ist die Dichte an einzigartigen Kunstschätzen höher als hier im kleinsten Staat der Welt. Nimm dir etwas Zeit und Muße zum Staunen und Genießen. Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. Nach einem kurzen Blick auf die Baugeschichte begeben wir uns auf einen Rundgang zu ausgewählten Höhepunkten des Museums. Die Vatikanischen Museen nehmen einen Großteil der Paläste im Vatikanstaat ein. Die Sammlung ist eine der wichtigsten und größten der Welt und umfasst Objekte von der Frühzeit über die Antike, das Mittelalter, die Renaissance bis zu zeitgenössischen Kunstwerken. Der wohl bekannteste Teil ist die Sixtinische Kapelle. Wohnräume für den Papst gab es hier wohl schon im 6. Jahrhundert. Die Päpste residierten jedoch zunächst im Lateranspalast etwa 5 Kilometer östlich. Als eigentliche Papstresidenz hat erst Nikolaus III. Den Vatikan in Betracht gezogen. Von 1450 an wurden hier systematisch Gebäude errichtet. Nikolaus V. und Sixtus IV. Beauftragten die Sixtinische Kapelle, Alexander VI. Die Borgia-Gemächer, Julius II. Den Belvedere-Hof und die Loggien am Damasushof. Pius V. und Sixtus V. ließen die heutigen Privaträume, die Eingangssäle und die Bibliothek errichten. Die päpstlichen Bauherren beschäftigen dabei die bedeutendsten Architekten. Kein anderer Palast der Welt kommt daher dem Vatikan an künstlerischer Bedeutung gleich. Die Vatikanischen Museen entstanden, als Papst Julius II. Im Jahr 1506 begann, den Idealen der Renaissance folgend alte Kunstwerke zu sammeln. Fast wichtiger als die Sammlungen sind aber die Kunstwerke, die für den Vatikanischen Palast in Auftrag gegeben wurden. Etwa die Gemälde der Sixtinischen Kapelle oder eben die Stanzen, also die Räume, die Raphael ausgemalt hat. Der Besucherzugang zum Museum erfolgt von der Nordseite, von der Viale Vaticano. Wir gehen zunächst in die Pinakothek mit der Nummer 33. Sie enthält in 18 Sälen Gemälde vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Wir gehen durch bis zum Saal 8. Hier hängt die berühmte Transfiguration, die Verklärung Christi von Raphael. Es ist sein letztes Gemälde, an dem er bis zu seinem Tod 1520 gearbeitet hat. Im Bild sind in einzigartiger Weise zwei Szenen aus dem Neuen Testament in Beziehung gesetzt. Die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor und die Heilung des mondsüchtigen Jungen. Vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts galt es als das berühmteste Gemälde der Welt. Im oberen Teil des Bildes wird die Transfiguration dargestellt. Also das Ereignis, bei dem sich die Göttlichkeit von Jesus gezeigt haben soll. Jesus stieg nämlich mit den drei Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg Tabor, um zu beten. Und während des Gebets veränderte sich seine Erscheinung, seine Kleidung wurde strahlend weiß. Aus einer Wolke war die Stimme Gottes zu hören, die Jesus als seinen Sohn bezeichnete. Ihm zur Seite schweben der Prophet Elia und Moses mit den Gesetzestafeln im Arm. Die drei Apostel haben sich auf den Boden geworfen und decken ihre Augen gegen das strahlende Licht ab. Im unteren Bildteil dann eine ganz andere Szene. Auf der linken Seite drängt sich eine Gruppe von 9 Aposteln, die aufgeregt den Knaben, der offensichtlich gerade einen Anfall erleidet, anstarren. Der im Vordergrund kauernde Apostel Petrus hält ein aufgeschlagenes Buch in der rechten Hand und schaut fasziniert auf die Szene, während die andere Hand eine distanzschaffende Abwehrbewegung ausführt. Auf der rechten Seite umgibt eine dicht gedrängte Gruppe von 7 Personen, darunter auch die Eltern, den Jungen. Als Verbindung zwischen den beiden Gruppen dient die weibliche Rückenfigur, die ihren Blick über ihre linke Schulter den Aposteln zuwendet, während sie mit dem linken Zeigefinger in die entgegengesetzte Richtung auf den Knaben weist. Die Evangelisten sehen in der Mondsucht eine Besessenheit durch einen bösen Geist. Der Vater des kranken Jungen hatte wohl Jesus berichtet, dass sein Sohn durch die Krankheit oft ins Wasser oder Feuer fällt. Die Heilung des mondsüchtigen Jungen durch Jesus wird deshalb als Dämonenaustreibung dargestellt.
Nach heutiger Deutung könnte man auch von Schlafwandeln oder womöglich von Epilepsie sprechen. Wie hängen daher obere und untere Bildhälfte zusammen? Nun, die obere Bildhälfte mit ihren hellen und reinen Farben, der Symmetrie und Harmonie der Bildkomposition und die untere, dunkle Bildhälfte mit ihrer gedrängten Fülle von Menschen, Emotionen und Verwirrungen und den in viele Richtungen sich kreuzenden Kompositionslinien, lässt sich als Spannungsfeld zwischen der heilenden Kraft des Erlösers und dem Chaos der irdischen Welt deuten. Während die Apostel bei der Heilung des Knaben gescheitert sind, bedarf es dazu eben jetzt der Kraft des Christus. Raphaels Bild verkörpert auch den Übergang der Malerei von der Renaissance in den Manierismus und das Barock. Exemplarisch für den beginnenden Manierismus sind die weibliche Rückenfigur, die mit ihrer Armhaltung eine sich drehende Figur andeutet. Ein typisches Beispiel dieser manieristischen Bewegungsdynamik ist der Raub der Sabinerinnen von Giambologna. Das bewegte, aufgeregte Agieren der Figuren, die dramatischen Lichteffekte und Hell-Dunkel-Kontraste in der unteren Bildhälfte nehmen andererseits Elemente des kommenden Barock voraus. Wir gehen weiter in den Saal 9 zum heiligen Hieronymus von Leonardo da Vinci. Das Werk ist unvollendet geblieben. Gezeigt wird Hieronymus als ausgemergelter alter Einsiedler in der Wüste, der in einer Felsengrotte hockt und dabei ist, sich mit einem Stein an die Brust zu schlagen. Vor ihm lagert ein mächtiger Löwe, der sich mit offenem Maul dem Heiligen zuwendet. Im Hintergrund öffnet sich eine Grotte und eine Landschaft mit hohen Felsen. Hieronymus gilt als der gelehrteste der vier lateinischen Kirchenväter und ist einer der bedeutendsten Theologen und Schriftsteller der Christenheit. Mit 26 Jahren schloss er sich Mönchen in der Wüste an und lebte in völliger Askese in einer Felsenhöhle. Es war wohl eine harte Zeit für den jungen Mann, der zuvor das Großstadtleben in Rom genossen hatte. Eine der bekanntesten Überlieferungen über Hieronymus ist dann die Löwenlegende. Eines Tages sei nämlich ein hinkender Löwe in die Felsenhöhle gekommen und alle Mönche seien geflohen. Nur Hieronymus hatte den Mut, einen Dorn aus der Löwenpranke zu ziehen. Der Löwe blieb daraufhin bei den Mönchen und hütete die Weidetiere. Nach seinem asketischen Leben widmete sich Hieronymus theologischen Werken und übersetzte schließlich die Bibel ins Lateinische, die sogenannte Vulgata, wofür er letztlich berühmt wurde. Gehen wir weiter in den Saal 12 zur Grablegung von Caravaggio. Den rechten Hintergrund dominiert Maria Kleophä, eine Jüngerin von Jesus, die verzweifelt und als Ausdruck der Trauer ihre Arme zum Himmel streckt. Links neben ihr steht mit geneigtem Haupt Maria Magdalena, ebenfalls eine Begleiterin Jesu. Seine Mutter Maria ist im Nonnengewand dargestellt. Im Vordergrund hält der gebeugte Nikodemus, von Johannes links im Hintergrund unterstützt, den Leichnam Christi. Der dunkle und leere Hintergrund lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf die Figuren. Es fällt auf, dass die schlicht gekleideten Menschen aus dem Volk sind. Sie lassen sich nicht unbedingt als Heilige identifizieren. Es geht Caravaggio also weniger um die Erhöhung von Christus und seinen Begleitern als unerreichbare idealisierte Heilige aus der Bibelerzählung, sondern um das Mitfühlen in das Schicksal Christi und die Trauer, den erlebten Schmerz ganz realer Menschen. Nikodemus und Johannes umfangen den Christus auch ganz eng, ohne Distanz. Die Nähe zu Jesus soll erfahrbar werden, denn er ist ja nicht nur göttlich, sondern ebenfalls Mensch. Das Bild wirkte so inspirierend, dass es bereits 3 Jahre nach Caravaggios Tod von Peter Paul Rubens als Vorlage für seine Grablegung genutzt wurde. Er verkleinerte lediglich etwas die Szenerie und ließ die dramatische Darstellung der Maria Kleophä weg. Besuchen wir nun das Museum Pio Clementino mit der Nummer 5. Die Vatikanischen Museen besitzen ja die umfangreichste antike Skulpturensammlung der Welt. Die Päpste Clemens XIV. Und Pius VI. Ordneten die systematische Aufstellung der Werke an, daher der Name. Wir beginnen in der griechischen Kreuzhalle. Dort stehen 2 Porphyrsarkophage. Ägyptischer Porphyrstein in roter Farbe war sehr selten und bei den Römern den kaiserlichen Familien vorbehalten. Der eine Sarg war für Konstanza, der Tochter Konstantins des Großen, und der andere für die heilige Helena, seine Mutter, gedacht.
Dieser Sarkophag ist ringsum mit Schlachtenszenen geschmückt. Vor allem diese Schlachtenszenen stützten die These, dass der Sarkophag ursprünglich wohl für den Kaiser selbst bestimmt war. Auch in der Sala Rotunda begegnet uns dieser Stein. Hier steht nämlich eine riesige Porphyrschale mit knapp 15 Metern Umfang aus der Domus Aurea, dem ehemaligen Palast von Kaiser Nero. Damit ist sie die größte Steinschale der Antike aus einem Stück. Näheres zur Domus Aurea im entsprechenden Video. Wir gehen weiter in den Saal der Musen mit dem Belvedere-Torso. Es ist ein Werk des Atheners Apollonius aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert. Von der Statue sind nur noch der Rumpf und die Oberschenkel erhalten. Man kann aber auf einen äußerst muskulösen Mann schließen, der sich in einer angespannten Lage befindet. Der Oberkörper war wohl nur mit einem Pantherfell umschlungen. Wen der Torso darstellen soll, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Was wir wissen ist, dass Michelangelo den Torso sehr bewunderte und als Grundlage für seine anatomischen Studien nutzte. Papst Julius II. Wollte ihm wohl den Auftrag erteilen, den Torso wieder zu vervollständigen, was Michelangelo, so die Legende, allerdings abgelehnt hat. Wir gehen nun in den Cortile Ottagone, den achteckigen Innenhof, zu den berühmtesten Statuen des Vatikans. Wenden wir uns zuerst Apollo zu. Die Marmorstatue ist die römische Kopie eines griechischen Bronzewerks, das zwischen 350 und 325 vor Christus geschaffen wurde. Der rechte Unterarm und die linke Hand fehlten bei der Auffindung. Sie wurden als erkennbare Ergänzungen angefügt. Die Statue zeigt den griechischen Gott Apollo als Bogenschützen. In der linken Hand hielt er den Bogen, in der rechten vermutlich einen aus dem Köcher gezogenen Pfeil. Bekleidet ist er nur mit einem Tuch, das über seine Schultern und den linken Ellbogen hängt. Der Blick ist in die Ferne gerichtet. Eine Schlange windet sich als Anspielung auf Apollos Sieg über die Python um den Baumstumpf. Mehrere Jahrhunderte lang galt der Apollo von Belvedere als die schönste erhaltene Einzelfigur der Antike. Gipsabgüsse der Statue gehörten zu den wichtigsten Studienobjekten im akademischen Kunstbetrieb. Der Kopf der Statue diente Michelangelo als Vorbild für das Haupt des Weltenrichters Jesus Christus in der Sixtinischen Kapelle. Auch bei Albrecht Dürers berühmtem Kupferstich Adam und Eva lehnt sich dessen Adam eng an den Apollo an. Neueren Datums ist die durchaus ebenbürtige Gestalt des Jason, des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen aus dem 19. Jahrhundert. Gehen wir nun weiter zur Laokoon-Gruppe. Sie wurde 1506 in den Weinbergen nahe den Ruinen der Domus Aurea, sogar in Anwesenheit von Michelangelo, aufgefunden. Die Skulpturengruppe schildert, wie der trojanische Priester Laokoon beim Opfer zusammen mit seinen beiden Söhnen von zwei Schlangen erwürgt und zu Tode gebissen wird. Halb auf dem Altar sitzend, ringt der muskulöse, bärtige Mann mit einer der Schlangen, die ihn in die linke Hüfte beißen will. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt, der Mund ist stöhnend geöffnet. Der jüngere Sohn links hängt bereits sterbend in den Windungen der zweiten Schlange, die ihn in die Brust beißt, während der ältere Sohn verzweifelt versucht, sich aus der Umfesselung zu befreien. Die Komposition der Gruppe ist auffällig in die Fläche gearbeitet. Man kann die Darstellung in der Vorderansicht vollständig überblicken. Dabei ist die sogenannte Bedeutungsperspektive zu erwähnen. Laokoon, der Protagonist der Sage, wird durch seine Größe hervorgehoben und besonders gewürdigt. Laokoon hatte ja die Trojaner davor gewarnt, das hölzerne Pferd in die Stadt zu holen. Athene, die die Griechen unterstützte, beschloss seinen Tod. Während er und seine zwei Söhne sich zum Altar zurückzogen, wurden sie von zwei Schlangen getötet. Seit ihrer Entdeckung zählt die Laokoon-Gruppe zu den berühmtesten Werken der antiken Skulptur. Schon vor ihrer Auffindung wusste man von ihr, denn Plinius der Ältere hatte sie in seinen Schriften besonders lobend hervorgehoben. Umso begeisterter waren Michelangelo und andere Künstler, als sie sich dieses Meisterwerk der Bildhauerkunst nicht mehr bloß in der Fantasie vorstellen mussten, sondern wirklich betrachten konnten. Die Laokoon-Gruppe wurde zum Inbegriff der antiken Kunst, ja, der bildenden Kunst überhaupt.
Geschaffen wurde sie von mehreren Meistern aus Rhodos. Die Vorschläge zur Datierung schwanken zwischen 140 und 50 vor Christus. Auch über die Frage, ob es sich um ein Original oder eine Kopie handelt, besteht keine Einigkeit. Wir gehen weiter zum Braccio Novo mit der Nummer 30. Hier suchen wir die Statue des Augustus von Prima Porta. Es ist ein Standbild des ersten römischen Kaisers. Benannt wurde sie nach ihrem Fundort in Prima Porta, einem nördlichen Stadtteil von Rom. Dort fand man sie in der Villa der Livia, dem Haus von Augustus' Ehefrau. Die Statue ist die Marmorkopie eines Bronzeoriginals, das der Senat um 20 vor Christus in Auftrag gegeben hatte. Wie wahrscheinlich alle Statuen der griechisch-römischen Antike wies der Augustus eine farbenfrohe Bemalung auf, von der jedoch heute fast nichts mehr erhalten ist. Der Prima Porta-Typus wurde für Augustus' Porträts zum vorherrschenden Darstellungsstil und war im Gebiet des ganzen Römischen Reiches verbreitet. Der Kaiser steht aufrecht mit Stand und Spielbein. Durch diese spezielle Art des Stehens ergibt sich ein Knick in der rechten Hüftpartie, was unrealistischerweise auch am Panzer zu sehen ist. Der rechte Arm ist erhoben und weist nach vorn. Das könnte auf eine Geste zu einer Ansprache des Feldherrn vor der Schlacht hindeuten. Das Relief auf dem Brustpanzer zeigt im Zentrum den unterworfenen König des Partherreiches, der die römischen Feldzeichen an einen römischen Soldaten zurückgibt. Was ist der historische Hintergrund? Mehrmals kam es zwischen Rom und dem Partherreich im Osten zu Konflikten. Dabei erlebte Rom eine der größten Niederlagen seiner Geschichte. Außerdem waren den Römern die Feldzeichen geraubt worden. Das sind ja militärische Abzeichen, die die Zugehörigkeit zu einer Kriegspartei kenntlich machen. Eines der bekanntesten römischen Feldzeichen ist ja der Adler. Die römische Bevölkerung gab daraufhin keine Ruhe und forderte über Jahrzehnte durch einen Feldzug, diese Schmach zu tilgen und die Feldzeichen zurückzuholen. Auch Julius Caesar plante einen solchen Krieg. Doch kurz vor seinem Aufbruch wurde er ermordet. Als Augustus Alleinherrscher geworden war, erwartete man daher von ihm einen Revanchekrieg im Osten. Doch er schloss Frieden und erhielt im Gegenzug die Feldzeichen zurück. Augustus ließ diesen Verhandlungsfrieden gegenüber der römischen Öffentlichkeit als einen unblutig errungenen großen Sieg über die Parther präsentieren. Es war einer der größten außenpolitischen Erfolge des Kaisers. Die Darstellung des parthischen Königs als Unterworfener ist also ein rein propagandistischer Schachzug und hat mit der politischen Realität nichts gemein. Schauen wir uns die Details des Brustpanzers nun einmal an. Links und rechts sitzen trauernde Frauenfiguren. Links eine Personifikation mit einem Schwert in der Scheide, die die tributpflichtigen Völker im Osten und möglicherweise die Germanen symbolisiert. Auf der rechten Seite eine Personifikation ohne Schwert in der Scheide, die offenbar für die unterworfenen Völker wie die Kelten steht. Darunter die Jagdgöttin Diana. Unten in der Mitte die Erdgöttin Ceres. Auf der linken Seite Apollo, der Gott des Lichts, des Frühlings und der Künste. Im oberen Teil ist in der Mitte Caelus, der Himmelsgott, der das Himmelszelt ausbreitet. Dann rechts davon die Morgenröte Aurora und die Mondgöttin Luna und auf der anderen Seite der Sonnengott Sol. Wobei keine dieser Deutungen unumstritten ist. Die Götter symbolisieren aber wohl in jedem Fall die Stetigkeit und Folgerichtigkeit der Ereignisse. So wie Sonne und Mond immer wieder aufgehen, so sicher und göttlich sanktioniert, sind die römischen Erfolge, die wiederum mit dem Träger dieser Rüstung, Augustus, verknüpft sind. Die einzige selbsthandelnde Person ist der Partherkönig, alles übrige ist demnach göttlich gewollt und vorgegeben. Augustus wurde übrigens ohne Schuhwerk dargestellt, was bis dahin allein Gottheiten vorbehalten war. Auf dem Weg zu den Stanzen von Raphael gehen wir durch die Vatikanische Bibliothek. Sie ist zwar nicht nach der Anzahl der Schriften, wohl aber nach der Kostbarkeit der Werke die reichste Bibliothek der Welt. Seit ihrer Gründung durch Nikolaus V. im Jahr 1450 wurde sie systematisch ausgebaut. Sie enthält neben Büchern seit dem Ende des 15. Jahrhunderts rund 25.000 handgeschriebene Kodizes aus dem Mittelalter, etwa 7.000 Erstdrucke
und 60.000 Manuskripte. Gehen wir jetzt zu den Stanzen des Raphael mit der Nummer 19. Der kunstsinnige und herrschaftsbewusste Papst Julius II. Wollte 1508 die Räume neu ausmalen lassen. Er beauftragte den jungen Raphael, der in diesen Räumen sein Meisterwerk schuf. 2 der Räume malte Raphael persönlich aus. Bei einem überwachte er die Arbeit seiner Schüler. Und ein 4. Raum entstand erst nach seinem Tod. Wir beginnen unseren Rundgang im Saal des Konstantin. Er wurde für Vermählungen aus dem Verwandtschaftskreis des Papstes oder offizielle Audienzen und Vereidigungen genutzt. Die Malereien wurden von Schülern nach Raphaels Tod ausgeführt. Sie verbindet folgende Geschichte. Konstantin hatte sich bei seiner Bewerbung um den römischen Kaiserthron gegen mehrere Bewerber durchsetzen müssen. Vor der entscheidenden Schlacht gegen seinen Rivalen Maxentius soll Konstantin ein flammendes Kreuz erschienen sein und eine Stimme habe gesprochen, in diesem Zeichen wirst du siegen. Daraufhin ließ der Kaiser seinen Soldaten christliche Kreuzeszeichen an die Uniformen heften. Als er tatsächlich den Sieg an der Milvischen Brücke erringen konnte, war er von der Macht des christlichen Gottes überzeugt. Dass hier auf dem Bild die Schlacht schon entschieden ist, erkennt man an der lichten Gestalt Konstantins, der eine goldene Rüstung trägt und dessen Schimmel über mehrere Besiegte triumphiert, während Maxentius gerade im Wasser des Tiber untergeht. Die Folge war, dass Konstantin den Christen nach Jahrhunderten der Verfolgung gestattete, ihre Religion frei auszuüben. Konstantin erkannte in der weit gespannten Organisation der Kirche eine Chance, das Reich zu stabilisieren. Er führte übrigens auch den arbeitsfreien Sonntag ein. Konstantin selbst empfing die christliche Taufe erst kurz vor seinem Tod. Das war bei den frühen Christen nicht ungewöhnlich. Man glaubte, dass mit der Taufe zwar alle Sünden getilgt seien, aber man danach auf keinen Fall mehr sündigen dürfe. Dann allerdings überzog die Kirche ihren Machtanspruch mit der sogenannten konstantinischen Schenkung. Das war eine Urkunde, in der Konstantin Papst Silvester I. und allen seinen Nachfolgern eine Oberherrschaft über Rom, Italien, die gesamte Westhälfte des Römischen Reiches übertragen haben soll. Doch dieses Dokument erwies sich später als eine Fälschung aus dem 8. Jahrhundert. Die Päpste hatten jedoch über die Jahrhunderte die Urkunde genutzt, um ihre Vormacht in der Christenheit und territoriale Ansprüche zu begründen. Nachgewiesen wurde die Fälschung aber erst im 15. Jahrhundert. Es folgt der Saal des Heliodor. Die Fresken, die Raphael hier eigenhändig schuf, haben eine politische Ausrichtung. Julius II. Wollte nach dem politischen und moralischen Verfall des Papsttums während des 14. und 15. Jahrhunderts diesem wieder eine politische und moralische Führungsrolle in der abendländischen Christenheit geben. Und ein wundertätiger Gott sollte das unterstützen. In dem Fresko, das dem Raum den Namen gibt, geht es um den Feldherrn Heliodor. Er war von einem unterworfenen syrischen König aus dem Osten des Römischen Reiches beauftragt worden. Der König hatte die Tributzahlungen an Rom nicht mehr aufbringen können. Da sollte Heliodor nun in den Tempel von Jerusalem gehen und die fehlende Summe stehlen. Doch 3 Engel hinderten ihn daran. Papst Julius II. Ist als Augenzeuge links auf der Trage sitzend gemalt. Einer der beiden Träger ist übrigens Raphael. Dann sehen wir die Befreiung des heiligen Petrus aus dem Kerker. Petrus war vom Herrscher von Judäa im Zuge der Verfolgung der jungen christlichen Gemeinde von Jerusalem verhaftet worden und landete im Kerker. Er war dort unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen untergebracht. 16 Soldaten bewachten ihn, immer 4 zur gleichen Zeit. 2 davon ketteten sich an Petrus an. In der Nacht wurde er von einem Engel befreit, so die Überlieferung. Wir wissen ja, am Ende wurde Petrus dennoch im Zirkus des Kaiser Nero in Rom hingerichtet und vermutlich dort begraben, wo heute der Altar im Petersdom steht. Es ist Raphaels erstes Nachtbild, in dem er Licht- und Gegenlichteffekte wirkungsvoll eingesetzt hat. Als Rom im Jahr 452 von den Hunnen unter Attila bedroht wurde, stellte sich Papst Leo vor der Stadt Mantua im Norden Italiens dem Hunnenkönig entgegen und verhinderte wahrscheinlich durch die Zahlung eines hohen Geldbetrags ein Vordringen der Hunnen in Richtung Rom. Attila schien so beeindruckt von dem Mut Leos, dass er eine Erscheinung hatte.
dass nämlich Paulus und Petrus mit gezücktem Schwert den Papst unterstützten. Sie schweben oben im Bild. Allerdings befand sich Attila wohl bereits auf dem Rückzug und keineswegs auf dem Weg nach Rom, sodass manche der Berichte die Rolle Leos wohl etwas übertrieben hervorheben. Bei dem Bild der Messe von Bolsena handelt es sich um die Darstellung eines Blutwunders in der Stadt Bolsena, nördlich von Rom. Es stellt ein Ereignis aus dem Jahr 1263 dar, bei dem während einer Messe das Blut Christi aus der Hostie tropfte. Mögliche Zweifel an der theologischen Lehrmeinung über die Transsubstantiation, die Verwandlung des Weins und Brotes in das Blut und den Leib Christi, sollten mit diesem Bild beseitigt werden. Infolge dieses Wunders wurde das Fronleichnamsfest begründet. Julius II. Ist kniend zur Rechten dargestellt. Inmitten der Schweizer Garde, kniend und dem Betrachter zugewandt, findet sich ein weiteres Selbstporträt von Raphael. Gehen wir nun in die Stanza della Segnatura. Sie war die Bibliothek und das Studierzimmer des Papstes. Die Fresken, die Raphael hier selbst schuf, stellen den Höhepunkt der Hochrenaissance-Malerei dar. Seinen Namen erhielt der Raum unter Paul III., der dort die päpstliche Gerichtsbarkeit, die Segnatura, unter seinem Vorsitz versammelte. Bereits die vier Gewölbemedaillons mit allegorischen Figuren der Theologie, der Gerechtigkeit, der Philosophie und der Poesie versinnbildlichen die vier Grundthemen des Raumes. Der Disput des Sakraments steht für die Theologie, die Schule von Athen für die Philosophie, der Parnass für die Dichtkunst und die drei Szenen mit den Tugenden und der Einsetzung des weltlichen und des geistlichen Rechts für die Gerechtigkeit. Die Gesamtkomposition bringen den zentralen Gedanken der Hochrenaissance zum Ausdruck. Humanismus und Christentum sollen eins werden. Wenden wir uns zuerst dem theologischen Streitgespräch über das Altarsakrament zu. Diskutiert wird hier über die Eucharistie. Das Ereignis der Eucharistie ist die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi während der Messe. Das Bild zeigt damit die Vereinigung des Himmlischen mit dem Irdischen. Es sind drei waagrechte Ebenen zu sehen, die eine Wölbung der Bildfläche vortäuschen. Auf der Wolkenformation, die die oberste Bildebene markiert, befindet sich Gott Vater, umgeben von Engeln und Heiligen. Auf der zweiten Wolkenformation sind Christus und Maria in einem Strahlenkranz dargestellt, der von Engeln und Heiligen umgeben ist. Unter ihnen sind die Apostel Petrus und Paulus und Johannes der Evangelist. Diese Figuren repräsentieren die wichtigsten Persönlichkeiten des christlichen Glaubens. Daneben aus dem Alten Testament sind zum Beispiel Adam, Moses und Abraham vertreten. Auf der untersten Ebene, dem Boden, ist eine Gruppe von Theologen, Kirchenvätern und Gelehrten, die in lebhafter Diskussion über die Eucharistie vertieft sind. Über ihnen ist links eine Kirchenbaustelle, rechts eine mächtige Pfeilerbasis zu erkennen, wahrscheinlich Anspielungen auf den zeitgleich entstehenden Petersdom. Das zentrale Thema, die Einheit von Himmel und Erde, wird durch die Hostie symbolisiert, die sich im Zentrum unter dem thronenden Christus befindet. Die Unbegrenztheit des göttlichen Raumes durch das weite Himmelsrund erscheint als Gegenbild der durch Menschenwerk gestalteten Welt und des begrenzten irdischen Wissens der Philosophie auf dem nächsten Bild. Schauen wir uns also jetzt den Publikumsmagnet an, die Schule von Athen. Hier werden nun die Wissenschaften und die Philosophie präsentiert, die eben ohne göttliche Offenbarung erreichbar sind. Ihr architektonischer Rahmen bildet die neu erbaute Peterskirche. Wir haben einige dieser Denker unter die Lupe genommen, was sie dachten und wofür sie bekannt geworden sind, wobei die Identifikation der einzelnen Figuren in der Literatur leider nicht immer ganz eindeutig sind. Wenn du rasch weiter willst, einfach diesen Teil überspringen und direkt zum Saal des Borgobrandes gehen. Beginnen wir mit Aristoteles. Er war ein Schüler von Platon und gilt wegen seiner weit gespannten Interessen als Universalgenie. Unter anderem gilt er als Begründer der Logik, also der Erforschung des folgerichtigen Denkens. Ein einfaches Beispiel: Alle Blumen brauchen Sonnenlicht. Die Rose ist eine Blume, also brauchen Rosen Sonnenlicht. Er befasste sich auch mit der Biologie und betonte die Wichtigkeit von Beobachtung bei der Bildung von Wissen und den logischen Schlussfolgerungen. Er versuchte die Funktionen und Bedeutungen von Pflanzen und Tieren festzustellen und verglich sie mit dem Menschen und kam zu der Feststellung, dass der Mensch sich nur durch seine Vernunft von den Tieren unterscheidet.
In der Politik untersuchte er verschiedene Formen von Regierungen und Staatsstrukturen. Er betrachtete die Polis, also den Stadtstaat, als die ideale politische Einheit. Ihm gegenüber steht Platon. Der war ein Schüler von Sokrates. Eine seiner zentralen Lehren ist die Theorie der Ideen. Darunter verstand er eine Einteilung der Welt in zwei Teile. Der eine Teil ist die Sinneswelt, also die Welt, die man mit den Sinnesorganen wahrnehmen kann. Der andere Teil wird Ideenwelt genannt. Diese Ideenwelt existiert unabhängig vom Menschen und kann von ihm auch nicht wahrgenommen werden. Er behauptete, dass die sinnlich wahrnehmbare Welt lediglich ein Abbild von diesen ewigen und unveränderlichen Ideen ist. In seinem bekannten Höhlengleichnis beschreibt er das Dilemma, in dem sich der Mensch aufgrund seiner begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit befindet. Vereinfacht gesagt geht es um folgende Situation. In einer Höhle sitzen ein paar gefesselte Menschen. Ihre einzige Lichtquelle ist ein Feuer, das hinter ihnen brennt und Licht auf die Höhlenwand vor ihnen wirft. Nun trägt jemand anders diverse Gegenstände an diesem Feuer vorbei, wodurch die Gegenstände Schatten auf die Höhlenwand werfen. Diese Schatten sind alles, was diese Menschen bisher gesehen haben. Und diese halten sie für die Realität. In seiner Staatslehre entwickelte er den Gedanken, dass der Staat von einer Philosophenkaste geleitet wird. Diogenes mit der Nummer 3 lehrte, dass Glückseligkeit durch Selbstdisziplin, Unabhängigkeit und die Befreiung von gesellschaftlichen Konventionen erreicht werden kann. Er verachtete materiellen Reichtum und sozialen Status und lehrte stattdessen, dass Menschen durch ein einfaches Leben frei sein könnten. Diogenes war ja bekannt dafür, ohne festen Wohnsitz umherzuziehen. Sein berühmtestes Merkmal war ja seine Laterne, die er tagsüber mit sich trug, während er behauptete, er suche nach einem ehrlichen Menschen. Eine ironische Bemerkung über die moralische Verdorbenheit der Gesellschaft. Seine unkonventionelle Art und seine provokanten Aussagen machten ihn zu einer legendären Figur seiner Zeit. Berühmt ist die Anekdote über seine Begegnung mit Alexander dem Großen. Als der mächtige Eroberer Diogenes fragte, ob es irgendetwas gäbe, das er für ihn tun könne, antwortete Diogenes einfach: "Ja, tritt mir bitte aus der Sonne", womit er seine Ablehnung von Macht und Status deutlich machte. Heraklit mit der Nummer 4 wird hier verkörpert durch Michelangelo. Er betonte die Idee des Pantarei, alles fließt, was bedeutet, dass die Welt ständig im Wandel ist. Er behauptete, dass das einzige Konstante im Universum der Wandel selbst sei. Ein weiterer zentraler Gedanke von Heraklit war der des Krieges der Gegensätze. Er argumentierte, dass Gegensätze nicht nur existieren, sondern auch notwendig sind, um das Gleichgewicht und die Harmonie im Universum aufrechtzuerhalten. Er sagte, dass der Widerstreit der Gegensätze wie Tag und Nacht, heiß und kalt, Leben und Tod die grundlegende Triebkraft für den Wandel und das Werden sind. Sokrates mit der Nummer 5 gilt als einer der einflussreichsten Denker der westlichen Philosophie, obwohl er selbst gar keine Schriften verfasste. Sein Denken und seine Methode, bekannt als die sokratische Methode, hatten aber einen tiefgreifenden Einfluss auf viele nachfolgende Philosophen und Denker. Er verbrachte nämlich seine Tage damit, durch die Straßen Athens zu streifen und mit den Menschen zu sprechen. Er glaubte, dass die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis im Gespräch mit anderen am besten erreicht werden könne. Seine Methode bestand aus einer Reihe von Fragen, die darauf abzielten, Widersprüche in den Aussagen seiner Gesprächspartner aufzudecken und ihre Argumente zu hinterfragen. Indem er Menschen dazu brachte, ihre Überzeugungen und Annahmen kritisch zu überdenken, wollte Sokrates ihnen zu einem tieferen Verständnis der Wahrheit verhelfen und zur Entwicklung von Tugend und moralischem Handeln beitragen. Er behauptete, selbst nichts zu wissen und wurde daher oft als Weisester unter den Menschen bezeichnet. Leider hatte Sokrates durch seine kritische Herangehensweise viele Feinde. Sein skeptischer Umgang mit traditionellen religiösen Überzeugungen führte dazu, dass er vor Gericht gestellt wurde. Sokrates verteidigte sich, aber letztlich wurde er zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Pythagoras mit der Nummer 6 war Philosoph und Mathematiker. Er ist uns ja durch den Satz des Pythagoras bekannt, der besagt, dass in einem rechtwinkligen Dreieck das Quadrat der Länge der Hypotenuse, also die Seite gegenüber dem rechten Winkel, gleich der Summe der Quadrate der Längen der beiden anderen Seiten ist. Pythagoras gründete aber auch eine geheimnisvolle philosophische und religiöse Gemeinschaft.
Sie glaubte an die Unsterblichkeit der Seele und die Idee der Wiedergeburt, der Reinkarnation, was in der griechischen Philosophie zu dieser Zeit eine ungewöhnliche Vorstellung war. Die Idee, dass die Natur durch mathematische Gesetze geordnet war, war ein zentraler Teil ihrer Philosophie. Ptolemäus mit der Nummer 7 entwickelte ja ein geozentrisches Modell des Universums. Das besagte, dass die Erde das Zentrum des Kosmos sei und alle Planeten und Sterne sich in Kreisbahnen um die Erde bewegten. Sein Modell wurde zum dominanten kosmologischen System im antiken und mittelalterlichen Europa und blieb bis zur Einführung des heliozentrischen Modells durch Kopernikus im 16. Jahrhundert bestehen. Der verbirgt sich vermutlich hinter der Nummer 8. Die Nummer 9 ist wohl Archimedes, verkörpert durch Bramante. Er war ein herausragender Mathematiker, Physiker, Ingenieur und Erfinder. Archimedes entwickelte die Flächen- und Volumenberechnungen von Kugeln, Zylindern und Kegeln und formulierte das nach ihm benannte archimedische Prinzip, das die Auftriebskraft in Flüssigkeiten erklärt. Denn die Auftriebskraft eines Körpers ist in einem Medium genauso groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums. Eine seiner berühmtesten mathematischen Entdeckungen war die Kreiszahl Pi. Außerdem formulierte er das Hebelgesetz nach der Formel Kraft mal Kraftarm ist gleich Last mal Lastarm. In der Praxis heißt das, dass eine an einem langen Hebel, dem Kraftarm, eingesetzte Kraft in der Lage ist, eine vielfache Last am entsprechenden kürzeren Lastarm zu bewegen. Eine seiner berühmtesten Erfindungen war der Archimedes-Schraubenmechanismus, eine Pumpe, die noch heute für das Heben von Wasser verwendet wird. Weitere Personen, die sich zuordnen lassen, sind Euklid, Xenophon, Alkibiades, Epikur und Zenon von Kition. Widmen wir uns nun den Fensterseiten. Da ist zum einen der Parnass, der Berg der Kunst im alten Griechenland, dargestellt mit den großen Künstlern der Antike, die den Geisteskosmos dieses Raumes ergänzen. Da ist der geigende von Musen umringte Apollo. Weiter sind unter anderem anwesend Vergil, Homer, Dante, Petrarca, Boccaccio, Ovid und Horaz. Über dem anderen Fenster sind Kardinaltugenden als statuenhafte Frauen personifiziert. Es sind Tapferkeit, Klugheit und Mäßigung. Die theologischen Tugenden werden von Putten dargestellt. Dazu gehören Nächstenliebe, Hoffnung und Glaube. Diese Tugenden finden ihre weltliche Entsprechung in der Übergabe der Pandekten, das sind römische Rechtsdekrete, an Kaiser Justinian unten links. Rechts werden die Dekretalien, päpstliche Entscheidungen in Einzelfragen an Papst Gregor IX. Übergeben. Als letztes gehen wir in den Saal des Borgo-Brandes. Auch dieser diente als Gerichtsraum. Raphael verdeutlicht in seinen Fresken den politischen Willen zur kirchlichen Vorherrschaft des Papstes, wie er es im Saal des Heliodor bereits für Julius II. Umgesetzt hatte und hier nun für den nächsten Auftraggeber Leo X. fortsetzte. Die Oberhoheit des Papstes gegenüber den weltlichen Mächten, die Einheit der Christenheit und der Kampf gegen die Ungläubigen sind die bestimmenden Bildaussagen. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Schülern Raphaels. In der Krönung Karls des Großen zum Kaiser durch Leo III. An Weihnachten im Jahr 800 im Petersdom finden wir die erste Formulierung eines angestrebten Verhältnisses von Papsttum und Kaisertum. Die Gründung des Heiligen Römischen Reiches als Fortführung des römischen Weltimperiums war die ideologische Grundlage für die Autorität des Papstes in der westlichen Welt. Das nächste Bild zeigt den sogenannten Reinigungseid Leos III. Leos Vorgänger im Pontifikat war Hadrian. Er und seine Familie waren Leo feindlich gesinnt. Sie unterstellten ihm, Ehebruch begangen zu haben. Obwohl die Beweise nicht dazu ausreichten, musste Leo vor Karl dem Großen und der versammelten Geistlichkeit einen Eid leisten, dass er unschuldig sei. Zwei Tage später, während der Weihnachtsmesse am 25. Dezember, konnte Leo dann Karl zum Kaiser krönen. Wenige Tage später hielt Karl über die Gegner des Papstes wegen Majestätsverbrechen Gericht. Er verurteilte sie zum Tode. Auf Bitten Papst Leos wurden sie aber zu lebenslangem Exil begnadigt. Im Fresko zeigt Raphael die Episode nach der Krönung Karls.
in der der Papst gegenüber seinen Widersachern Rechtfertigungen mit dem Hinweis zurückweist, Gott allein für sein Handeln verantwortlich zu sein. Hier wird der politische Anspruch des Papstes an seine weltlichen und kirchlichen Gegner deutlich, allein Gott zu unterstehen und keinem weltlichen Herrscher. Auf dem nächsten Fresko löscht Leo IV. Durch seinen Segen den Brand des Borgo, der 847 in dem an den Vatikanhügel angrenzenden Stadtviertel ausgebrochen war und die Peterskirche bedrohte. Das letzte Bild zeigt den Seesieg Leos IV. Bei Ostia über die Sarazenen. Hier steht das Thema des Kreuzzugs bzw. des Kampfes gegen die Ungläubigen und des Schutzes der Gläubigen im Mittelpunkt. Den Truppen Leos IV. Gelingt es 849, die feindlichen Sarazenen, die an der Tibermündung gelandet waren, vernichtend zu schlagen. Alle in diesem Raum gezeigten Szenen nehmen Bezug auf die wichtigsten Taten der Namensvorgänger Leos X., der sich mit seinen Gesichtszügen in ihren Figuren darstellen lässt und damit eine ideelle Vereinigung seiner Vorgänger mit seinem Pontifikat verbildlicht. Gehen wir nun in die Sixtinische Kapelle mit der Nummer 25. Papst Sixtus IV. Hatte sie von 1473 bis 84 einrichten lassen. Es ist ein einfacher Raum von 40 Metern Länge, der durch eine Marmorschranke geteilt wird. Sie trennt den Raum in den Bereich der Geistlichkeit und den für Laien zugänglichen Teil. Es ist die päpstliche Hauskapelle. Und nach dem Tod eines Papstes findet hier das Konklave statt, um das neue Oberhaupt der katholischen Kirche zu wählen. Wir berichten darüber im Video zum Petersdom. Die Seitenwände zwischen den Fenstern sind von großformatigen Fresken bedeckt, die Sixtus von den berühmtesten Malern seiner Zeit ausführen ließ, unter anderem von Perugino, Botticelli und Ghirlandaio. Auf der rechten Seite sind Ereignisse aus dem Leben Jesu dargestellt. Ursprünglich waren es 8 Bilder. Der Zyklus begann mit der Geburt. Dieses Fresko wurde jedoch zugunsten des jüngsten Gerichts wieder entfernt. So steht nun am Anfang die Taufe Jesu im Jordan. Dann kommt die Versuchung Christi. Es ist die Geschichte, in der berichtet wird, dass Jesus 40 Tage lang allein in der Wüste verbrachte und fastete und dabei den Versuchungen des Teufels widerstand. Das nächste zeigt die Berufung der Jünger Petrus und Andreas. Dann folgt die Bergpredigt. Das nächste zeigt die Schlüsselübergabe an Petrus. Diese Schlüssel sind einerseits als Schlüssel zum Himmelreich zu verstehen, andererseits stellen sie auch ein Symbol für die Verbindung des Papstes als Nachfolger von Petrus und Stellvertreter Jesu auf Erden dar. Schließlich folgt das letzte Abendmahl. Die linke Wand zeigt Szenen aus dem Leben des Moses. Auch hier wurde das erste Bild, die Auffindung von Moses, dem jüngsten Gericht geopfert. Moses war ja nach seiner Geburt am Ufer des Nils ausgesetzt worden und die Tochter des Pharao hatte ihn dann gefunden und adoptiert. So beginnt die Serie mit der Beschneidung Mose rechts auf dem Bild. Auf dem nächsten Bild wird Moses mit den Schafen und dem brennenden Dornbusch dargestellt. Die Geschichte beschreibt die erste Begegnung von Moses mit Gott. Dieser erscheint ihm in einem brennenden Dornbusch und beauftragt ihn mit der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Es folgt der Durchzug der Juden durch das Rote Meer. Als nächstes empfängt Moses die 10 Gebote. Und hier geht es um die Bestrafung der Rotte des Korah. Dabei ging es um eine Erhebung gegen die Führungsrolle von Moses. Gott bestrafte die Aufständischen, indem er sie in einen Erdspalt fallen ließ. Schließlich folgt Moses Tod. Wenden wir uns jetzt den Fresken an der Decke zu. Michelangelo hat sie von 1508 bis 1512 im Auftrag von Papst Julius II. Zumeist eigenhändig ausgeführt. Wie übrigens auch das jüngste Gericht. Beim Deckengemälde erfolgte die Ausführung darüber hinaus noch im Liegen, was wohl quälend anstrengend war und worüber Michelangelo sich auch beschwert hat. Er war ohnehin zunächst überhaupt nicht begeistert von dem Auftrag, sah er sich doch als Bildhauer und nicht als Freskenmaler. Auf seine Frage, was geschehen würde, wenn er den Auftrag verweigere, soll Julius geantwortet haben, in der Engelsburg sind noch Zellen frei. Dem Papst schwebte vor, auf dem Gewölbe die 12 Apostel darstellen zu lassen. Das aber lehnte Michelangelo entschieden ab. Wenn er schon den Auftrag übernehmen sollte, dann nach seinen Vorstellungen.
und Julius gab schließlich nach. So entstand nicht nur ein Meisterwerk, sondern eine Revolution. Der zentrale Grat besteht aus 9 Bildfeldern unterschiedlicher Größe, die Szenen aus dem Alten Testament darstellen, wobei immer 3 Felder zusammengehören. Es beginnt damit, dass Gott Licht und Finsternis scheidet, dann die Gestirne erschafft und Erde und Wasser trennt. Dann folgt die Erschaffung Adams und Evas und der Sündenfall. Und schließlich Ereignisse um Noah, das Opfer Noahs, die Sintflut und die Trunkenheit Noahs. Diese Mittelfelder sind umrahmt von den mächtigen Einzelgestalten der Propheten und Sibyllen, die vor Christus die Juden und die Heiden mit der Botschaft Gottes vertraut machten. Auch die Vorfahren Jesu werden eingebaut, was noch nie zuvor geschehen war. Sie sind in den 14 halbkreisförmigen Lünetten, auf der Übersichtsgrafik blau, über den Fenstern dargestellt. Aus den 12 Aposteln, die Julius ursprünglich für die Decke vorgesehen hatte, waren mehr als 100 überlebensgroße menschliche Figuren geworden. Jede von ihnen in einer eigenen Pose, mit einem eigenen Ausdruck, einer eigenen Geschichte. Und noch nie waren so viele nackte Figuren in einem Gotteshaus zu sehen. Michelangelo verabschiedete sich auch von der Zentralperspektive, die erst seit etwa 40 Jahren als große Errungenschaft in der Malerei gefeiert wurde. Statt eines Punktes, von dem aus sich das ganze Bild erschließt, ist jeder Bildteil des Sixtinischen Himmels sein eigenes Zentrum. Der Zuschauer ist gezwungen, herumzulaufen. Und worin Michelangelos technische Meisterschaft zutage tritt, ist die Tatsache, dass er die Figuren perspektivisch derart verzerrt darstellt, dass sie trotz des Gewölbes für den Betrachter normal proportioniert erscheinen und das Gewölbe damit aufgehoben ist. Auch das hat vor ihm noch keiner in dieser Meisterschaft vollbracht. Wie überwältigend muss die Wirkung auf die damaligen Menschen gewesen sein, die nichts Vergleichbares kannten. Es ist überliefert, dass sich die Bischöfe beim Anblick des Deckenfreskos gesammelt auf den Boden gelegt und die Arme als Zeichen der Demut ausgebreitet hätten. Auch ist überliefert, dass innerhalb eines Tages halb Rom in die Sixtina gepilgert war. Und es habe nur wenige Tage gedauert, bis sich die Kunde von dem außergewöhnlichen Kunstwerk in ganz Europa verbreitet hatte. Durch die nackten Darstellungen stieß Michelangelos Deckenfresko seinerzeit aber auch auf Ablehnung. Kurz vor seinem Tod 1564 wurde damit begonnen, die als unsittlich empfundenen Stellen zu übermalen. Erst bei der letzten ausgiebigen Restaurierung wurde das Gemälde wieder in seinen Urzustand zurückversetzt. Die Nacktheit der Heiligen konnte jedoch nicht wiederhergestellt werden, da die entsprechenden Stellen sogar abgeschlagen worden waren und auf frischen Putz neu gemalt wurde. Schauen wir uns die Erschaffung des Adam nun etwas genauer an. Die weibliche Gestalt unter dem Arm des Schöpfers wird ja häufig als die Andeutung der noch ungeborenen Eva gesehen, die einen ängstlichen Blick auf Adam wirft. Interessant sind neuere Deutungen von Medizinern, dass das Fresko auch anatomische Entsprechungen habe. So wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung Gottes bemerkenswerte Gemeinsamkeiten mit einem Längsschnitt durch das menschliche Gehirn aufweist. Außerdem gibt es die Deutung, dass auch Adams Darstellung anatomische Merkmale aufweist. Seine Umrisse werden als Strukturen des Herzens interpretiert, wobei die Vorhöfe und die Hauptkammern angedeutet sein sollen. Zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes hatte wohl nur eine Handvoll Menschen in Europa genauere Kenntnis von den anatomischen Strukturen innerer Organe. Sowohl Leonardo da Vinci als auch Michelangelo nahmen selbst Sektionen vor. So gibt es von Leonardo da Vinci anatomische Zeichnungen, zum Beispiel des menschlichen Gehirns. Und Michelangelo studierte so akribisch den Aufbau des menschlichen Körpers, dass sein Biograf Condivi berichtet, dass der Meister oft daran dachte, ein anatomisches Lehrbuch für Maler und Bildhauer zu verfassen. Doch war es damals heikel, diese naturwissenschaftliche Sichtweise zu veröffentlichen. Seine kirchlichen Auftraggeber hätten derartiges als Gotteslästerung empfunden und nicht akzeptiert. Und dennoch wendete er die gewonnenen Kenntnisse in seinen Werken an. Wir haben ja auch beim Betrachten der Pietà im Petersdom auf die exakten anatomischen Kenntnisse bei den dargestellten Figuren hingewiesen. Doch während es sonst meist die äußerlichen Merkmale sind, deutet er in der Sixtinischen Kapelle in revolutionärer Weise organische Grundlagen an. Auch bei dem großflächigen jüngsten Gericht geht Michelangelo neue Wege.
22 Jahre später als das Deckenfresko unter Papst Paul III. Begann er mit der Arbeit an der Altarwand. Er wollte dem Deckengemälde mit der Erschaffung der Welt nun ihr Ende entgegensetzen, eben das jüngste Gericht. Nach der Kirchenlehre kommt hier Jesus Christus als Weltenrichter wieder und ruft die Gerechten zu sich, die Verdammten weist er dagegen in die Hölle. Doch bevor Michelangelo beginnen konnte, musste die Wand erst einmal umgestaltet werden. Zunächst mussten alle älteren Malereien entfernt werden, außerdem wurden die Fenster vermauert. Und schließlich wurde vor die alte Wand eine neue Mauer errichtet, bei der oben eine stärkere Ziegelschicht und unten eine dünne Ziegelschicht angebracht wurde, um eine abgeschrägte Fläche zu schaffen. Die Neigung wurde als notwendig erachtet, um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Ablagerung von Schmutz zu vermeiden. Um die Neuerungen Michelangelos einordnen zu können, vergleichen wir seine Darstellung mit einer früheren Bearbeitung des Themas. In diesem Fall das jüngste Gericht von Hans Memling, Ende des 15. Jahrhunderts. Typisch ist ein klar strukturierter Bildaufbau. Christus als Weltenrichter im Zentrum. Er sitzt auf einem Regenbogen und wird deutlich größer als die übrigen Figuren dargestellt. Hier ist allerdings der Erzengel Michael ähnlich groß. Lilie und Schwert befinden sich links und rechts seines Mundes und bezeichnen die Seiten der Erlösten und der Verdammten. Im oberen Bildteil befindet sich eine große Anzahl von Figuren. An seiner rechten Seite kniet Maria, an seiner linken Seite Johannes der Täufer mit einem rot gefütterten schwarzen Mantel. Im Halbkreis sind die 12 Apostel angeordnet. Unten sind die Seelen, die gerichtet werden. Typischerweise gibt es einen starken Kontrast zwischen den geordneten Figurengruppen im oberen Teil und dem chaotischen Treiben darunter, wobei das Chaos in Richtung der Hölle rechts zunimmt, während die Seelen, die im linken Bild zunächst von Petrus begrüßt werden und dann in den Himmel aufsteigen, geordneter erscheinen. Sie erhalten dann auch neue Kleidung. Rechts werden die verdammten Seelen von Teufeln ergriffen und in die Hölle gezogen. Als Zeichen der Erniedrigung bleiben sie häufig nackt. Michelangelos Interpretation zeichnet sich nun durch seine radikale Abkehr von traditionellen Darstellungen aus. Dabei ändert er grundlegend die Bildkomposition. Er ersetzt die Schichten, die Himmel, Erde und Hölle darstellen, durch einen einzigen großen, blauen und unbegrenzt scheinenden Himmelsraum. Der ist bevölkert von den stark bewegten und sich zu kleinen und größeren Gruppen ballenden Figuren. Die Geretteten und die Verdammten bilden keine getrennte Versammlung, sondern eine gewaltige Bewegung hinauf und hinunter. Die 391 Gestalten scheinen trotz ihrer muskulösen Kraft schwerelos. Sie sind mit großem farblichem Ausdruck gemalt und drücken unverkennbar die Emotionen und Gedanken der Abgebildeten aus. Man kann sagen, dass das jüngste Gericht nicht als Bild erlebt wird, sondern als bedrängende und mahnende Realität. Es ist, als ob der Vorhang aufgerissen wird, der das Drama des Weltgerichts verdeckt hatte. Während traditionell die Himmelsbewohner, die sich um den Weltenrichter gruppieren, klar nach Kategorien getrennt sind, also Engel, Propheten, Apostel, Patriarchen, Kirchenväter, Märtyrer und Jungfrauen, hebt Michelangelo die Standesordnung der Bewohner des Himmels auf und begnügt sich damit, wenige Protagonisten durch Attribute zu kennzeichnen. Schauen wir uns also nun Teilnehmer des Geschehens genauer an. Im Zentrum des Werkes steht auch hier eine Darstellung Christi. Sie erscheint aber eher wie ein jugendlicher Held. Links von ihm befindet sich seine Mutter, ihr Haupt in einer Geste der Resignation. Sie hat keinen Einfluss mehr auf das Urteil, sondern kann nur auf die Verkündung der Entscheidung warten. Umringt wird er von wichtigen Heiligen. Sie wirken fordernd und gleichzeitig unsicher, so als wären sie sich selbst ihres Schicksals nicht ganz sicher und versuchen nun in letzter Minute Christus an ihre Verdienste zu erinnern. Wir erkennen unter anderem rechts Petrus, der die Schlüssel des Himmels hält. Auf der linken Seite ist der heilige Andreas. Er ist mit dem schrägen Andreaskreuz abgebildet, denn seine Hinrichtung als verfolgter Christ unter Kaiser Nero geschah der Legende nach an einem solchen Kreuz. Neben ihm ist frontal entweder Johannes der Täufer oder Adam abgebildet. Unten sehen wir Bartholomäus, der seine eigene Haut in seiner Linken hält, die wiederum als Selbstbildnis Michelangelos interpretiert wird. Weiter rechts die heilige Katharina von Alexandrien mit dem gebrochenen Rad. Der Legende nach hätte sie als Christin im Römischen Reich mit dem Rad, das mit Nägeln gespickt war, gefoltert werden sollen. Doch ein Engel zerstörte das Folterinstrument.
Letztlich wurde Katharina dann aber enthauptet. Rechts neben ihr der heilige Sebastian, der kniend die Pfeile hält. Seine Leidensgeschichte haben wir im Video zum Petersdom erzählt. Links von Katharina ist der heilige Simon mit der Säge. Auch er war einer der 12 Apostel. Und als er nach dem Tod Jesu das Evangelium in Babylonien und Persien verkündet haben soll, erlitt er den Märtyrertod. Dabei soll er zersägt worden sein. Ganz oben sind Engel zu sehen. Sie tragen die sogenannten Leidenswerkzeuge, also Gegenstände, die auf die einzelnen Stationen der Passion verweisen. Der Erzengel Michael, der das Gute und das Böse einer jeden Seele abwägt, wird hier ebenfalls nicht in der üblichen Weise dargestellt. Stattdessen gibt es eine Gruppe mit Posaunenengeln. Mit dem Klang der Trompeten wecken sie die Toten. Und dann gibt es noch einen Engel, der das Buch mit den Namen der Auserwählten hat. Ein zweiter Engel zeigt das sehr viel größere Buch mit den Namen der Verdammten. Interessant ist die Figur rechts, die in der Haltung dem Denker von Auguste Rodin ähnelt. Es scheint, als habe sie gerade erkannt, dass sie verdammt ist und daher vor Entsetzen gelähmt wirkt. Zwei Teufel ziehen sie nach unten. Und hier sind wir nun mitten im dramatischen Geschehen. Aber auch die Höllenvision weicht von der gängigen Tradition ab. Unten treibt der Fährmann Charon die Verdammten über den Totenfluss auf die rechte Seite des Bildes. Hier erwartet sie König Minos, von einer Schlange umwunden und gebissen, als Richter der Unterwelt. Minos war ja ein mythischer König von Kreta. Wegen der Weisheit seiner Regierung berief ihn Hades nach dem Tod zum Totenrichter. Ganz am rechten Bildrand befindet sich eine schemenhafte Darstellung der Hölle, die als in Flammen stehender Bildausgang gemalt wurde. Während also rechts Engel und Dämonen darum kämpfen, die Verdammten in die Hölle zu stürzen, erheben sich links die Toten und einige steigen zum Himmel empor. Die Resonanz der Öffentlichkeit auf das ungeheuerliche Schauspiel des Weltenendes war durchaus gespalten. Kritik kam natürlich vor allem aus kirchlichen Kreisen. Sie richtete sich zum Beispiel wieder gegen die konsequente Nacktheit und die Athletik der Figuren. Die Kontroversen dauerten jahrelang an, bis auch hier beschlossen wurde, zumindest einige der Figuren verschleiern zu lassen. Im Zuge der Restaurierungen ist ein Teil wieder entfernt worden. Auch wurde Michelangelo vorgeworfen, nicht exakt die in der Bibel beschriebene Handlung beachtet zu haben. Gerade die Vermischung von Figuren aus der heidnischen Mythologie, wie zum Beispiel Charon und Minos, mit Darstellungen christlicher Themen wurde kritisiert. Und sogar der Kopf von Christus war ja nach dem antiken Vorbild des heidnischen Gottes Apollo, wie wir es vorhin gesehen haben, gestaltet. Auch die Tatsache, dass die Engel flügellos wie Erdenbürger daherkamen, wurde kritisch betrachtet. Und auch, dass Christus gewissermaßen einer unter vielen ist und nicht auf einem Thron sitzt, war ein Ärgernis. Damit beenden wir nun unseren Rundgang in den Vatikanischen Museen. Weitere Videos zu Rom und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Insight in der Playlist. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.